Gestartet haben wir am 13. September am Neusiedlersee in Apetlan. Es liegt eine lange Reise hinter uns, also 700 Kilometer, 13.000 Höhenmeter. Jetzt sind wir kurz vom sportlichen Highlight der Tour, dem Großglockner. Der Gedanke ist ja immer wieder gekommen, warum tun wir uns das an? Weil es Obdachlosigkeit sehr wohl gibt in Österreich und es aufgezeigt werden muss, dass es diese Problematik vorhanden ist, und darum sind wir gegangen. Es kann natürlich jeden von uns treffen. Ich glaube, es hat jeder von uns Höhen und Tiefen. Und wenn man gerade in einem Tief vielleicht ist und man jetzt nicht so ein soziales Umfeld hat, was die auffangen kann, dann kann es natürlich jeden treffen und jeder kann auf der Straße landen.